General Cristoforo Flanghini erreichte am 13. November Spalato in Dalmatien und machte sich sofort daran, Bellinis Heerhaufen zu inspizieren, der seit Juli hier im mittleren Dalmatien lagerte. Vorgestern noch hatte ihn der neue Doge Ottavio Gritti in seinen Palast bestellt und ihn zum Anführer der venezianischen Truppen ernannt. Er hatte den eindeutigen Befehl erhalten, die Armee gefechtsbereit zu machen und auf weitere Anweisungen aus Venedig zu warten. Zuvor hatte er in der Lagunenstadt einige heftige politische Auseinandersetzungen miterlebt, auch wenn diese ihn nicht wirklich interessiert hatten. Offenbar war ein wichtiger Gesandter namens Gian Piero Casanova aus Ragusa heimgekehrt, der Belege dafür mitbrachte, dass beim Erwerb Dalmatiens durch Venedig im Jahre 1409 auch Ragusa Teil des Kaufvertrages gewesen sein sollte. Außerdem soll Ragusa ein Geheimabkommen mit Mailand abgeschlossen haben, was für viele Venezianer das Fass zum Überlaufen brachte. Der Doge zögerte keinen Tag und gab Flanghini seine Befehle. 14.000 Fußsoldaten und 4.000 Reiter warteten nun auf Anweisungen. Am 1. Dezember 1445 war es soweit. Venedig erklärte der Republik Ragusa den Krieg. Die dalmatische Stadt hatte keine Verbündeten und war dadurch leichte Beute. Der Doge hatte zur Unterstützung der anstehenden Belagerung Kriegsgaleeren ausgesandt, die den Hafen abriegeln sollten. Flanghini setzte sich in Bewegung und traf schließlich am 13. Dezember bei Neum auf das gegnerische Heer, das von Tomotea Zamagna geführt wurde. Die Raguser hatten alle waffenfähigen Männer mobilisiert, dennoch waren es nur etwa 5.000 Soldaten, die sich den Venezianern entgegenstellten. Aber wie diese 5.000 kämpften? Zamagna hatte sich offensichtlich mit den Taktiken der Schweizer Bürgerarmee befasst und führte seine Männer effektiv in großen Haufen heran, die sich vor allem auf ihre Spieße und Hellebarden verließen. Das machte einen Angriff der venezianischen Reiterei nahezu unmöglich. Hinzu kamen Bogenschützen, die geschickt positioniert waren und den Venezianern schwere Verluste zufügten. Dennoch war die Übermacht Venedigs erdrückend. Nachdem auf beiden Seiten etwa 2.000 Soldaten gefallen waren, befahl Timotea Zamagna den Rückzug. Überraschenderweise flohen die Raguser jedoch nicht in Richtung ihrer Hauptstadt, sondern sie verstreuten sich ins felsige Hinterland. Flanghini führte daraufhin einen kleinen Teil der Armee vor die Mauern von Ragusa, wo diese einen Belagerungsring um die Stadt errichteten. Mit dem Großteil der übrigen Soldaten und vor allem der Reiterei nahm er dann die Verfolgung Zamagnas auf. Es stellte sich heraus, dass die Feinde nördlich ins venezianische Dalmatien geflohen waren. Am 4. Januar konnte Flanghini die völlig erschöpfte Armee stellen, die sich schließlich nach kurzen Gefechten vollständig ergab. Unter dem Jubel seiner Soldaten kehrte der General Mitte Januar 1446 vor die Mauern Ragusas zurück und übernahm die Belagerung der gut befestigten Stadt.